Wir sind hier am Stand von Escolab, den Spezialisten für Sättel, Lenker, Vorbauten und aller weiteren ergonomischen Produkte. Die Nina und der Lukas werden uns die ganzen Details und Highlights der neuen Produkte vorstellen, beziehungsweise der Kidsline-Produkte, einen neuen Gravity-Lenker und dazu natürlich dem High-End-Sattel, dem Infinity. So, wir geben ab an Nina und Lukas. Servus, ich bin die Nina und das ist der Luke und wir starten jetzt direkt mal mit unserem absoluten Highlight von der diesjährigen Eurobike. Und zwar dürfen wir dieses Jahr endlich den dritten Zugang zu unserer Made in Germany Sattelreihe vorstellen, und zwar den 611 Infinity ErgoWave. Der ist für den Einsatzbereich so All-Mountain geeignet und das Besondere an diesem Sattel ist nicht nur der Infinity-Schaum, den die meisten von euch wahrscheinlich schon von unseren anderen Infinity-Modellen kennen, sondern vor allem die Streben. Luke, was ist denn so besonders an diesen Streben? Die Streben sind aus Carbon und das Coole daran ist, dass sie nicht aus Asien kommen, sondern aus der Schweiz. Wir haben es geschafft. Die Carbon, normalerweise sind alle Carbonteile super viel Handarbeit und das ist in Europa, Deutschland, Schweiz eigentlich nahezu unmöglich. Haben wir geschafft, ein halbautomatisiertes Fertigungsverfahren, das ist das Resin Transfer Molding mit Robotern und ganz viel coolem Tech-Zeug mit dabei, die Streben der Schweiz herzustellen lassen zu einem coolen Kurs. Sie sind super robust, natürlich super stabil und alle Streben sind gleich. Das ist der große Vorteil von Robotern. Sie legen es immer gleich, immer die gleiche Anzahl an Lagen, immer die gleiche Ausrichtung. Mega Streben, super cooler Sattel. Die nächste Neuheit ist ein Neuzugang zu unserem Lenkerportfolio, und zwar ein 3OX Mountainbike Lenker mit 9 Grad Backsweep. Unsere anderen Mountainbike Lenker haben ja immer 12 und 16 Grad Backsweep. Der 9 Grad Backsweep Lenker kommt in 800 mm Breite, also auch einen Ticken breiter als unsere regulären MTB Lenker und ist dadurch eher für diesen progressiveren, technischen, downhill fokussierten Einsatz gedacht. Er wird in zwei Rise Varianten verfügbar sein mit 30 und 55 mm. Weil eben der Trend im Moment auch eher zu höherem Rise wieder geht, dass wirklich dieser Einsatzbereich jetzt auch abgedeckt werden kann. Nach wie vor ist unser 3OX-Lenker und der Vorbau dazu mit das Stabilste, was es gibt auf dem Markt. Er besteht natürlich sämtliche Normen, aber auch alles, was es drüber gibt, vom Zietler Prüfinstitut, Advanced Plus XXL, ist alles kein Problem. Er wird euch nie beim Fahren brechen. Einfach der stabilste Lenker der Welt. Außerdem decken wir ab Herbst diesen Jahres auch einen ganz neuen Einsatzbereich ab, und zwar Produkte für Kinder. Da wird es geben einen Sattel in drei verschiedenen Farben, Lenker und passende Griffe dazu. Wir haben für diese Kinderprodukte all die 20 Jahre unserer Erfahrung und Expertise im Ergonomiebereich genommen und einfach runterskaliert auf Produkte für Kinder. Den Sattel wird es in drei verschiedenen Farben geben, einmal in diesem coolen Flammendesign, mein persönlicher Favorit, dann noch in so einem Race-Style-Design und in dem klassischen 6OX-Design, was man auch von unserem regulären 6OX-Mountainbike-Sattel kennt, sodass die Kids mit ihren Eltern, wenn sie wollen, im Partnerlook fahren können. Ja, natürlich hat unser Kids-Sattel zwei Sattelbreiten, wie alle anderen Sättel auch. Ganz grob, es gibt Größe 9 und 11 cm. Als grobe Faustregel, wenn man noch nicht vermessen möchte, gilt, alle bis 9 Jahre fahren den 9 cm Sattel, danach den 11 cm Sattel. Ihr dürft eure Kinder natürlich trotzdem vermessen, bei unseren Fachhändlern funktioniert in allermeisten Fällen genauso, wenn sie mehr als 2 Sekunden still sitzen können. Bei dem Lenker und dem Griff haben wir uns die Lenker angeschaut und das Einzige, was sofort auffällt bei Kindergriffen, Kinderlenkern ist, dass der Umfang genau gleich groß ist wie bei Erwachsenenlenkern und die Griffe genau gleich dick sind wie bei Erwachsenenlenkern, die Hände aber viel kleiner. Deswegen haben wir bei unserem Lenker den Außen deutlich verjüngt, damit wir deutlich kleinere Griffe mit trotzdem der gleichen Dämpfung machen können. Das heißt, die funktionieren nur in der Kombo, ist aber ein super kleines, super wichtiges Detail, macht den Kleinen mega Spaß. Danke an Nina und Lukas für die ganzen Informationen zu den neuen Produkten. Alles Weitere findet ihr in unserem Artikel und bis dahin.